Servus, Tobi hier. Wir bauen heute eine Clake One Light Clutch an diese Beta 300 X-Trainer. Ich werde euch das zeigen, ja, wie man die anbaut, wie man die entlüftet. Und ja, jetzt geht's los. Zum Werkzeug. Wir brauchen einen 2,5er Imbus, einen 5er Imbus, eine 8er Nuss, Seitenschneider für die Kabelbinder, einen 11er Schlüssel, einen 8er Schlüssel, der ist optional. Was zum Aufwischen, wenn man mal kleckert. Dann Bremsflüssigkeit, in dem Fall Dot 4. Die Kupplung natürlich. Und was ich sehr empfehle, eine Schutzbrille und Handschuhe. Bremsflüssigkeit ist giftig, das möchte man nicht an den Finger haben und schon gar nicht in den Augen. Zur Erklärung, hier sitzt, anders als bei der Freeride, oder bei den zwei Freerides, sitzt hier noch der Map Select Schalter. Ich möchte den Map Select Schalter ganz reinsetzen, das vielleicht auch ein bisschen reinschieben, je nachdem wie es aussieht, damit dann die Kupplung ziemlich weit außen sitzt und dieser nicht dann irgendwo hier innen sitzt. Deswegen fangen wir jetzt an, alles wegzumachen. Und Arbeitsschritt 1 wäre, wir schieben diesen Gummischuh zurück, dass wir hier hinkommen. Dann nehmen wir dann unseren 11er Schlüssel und machen das auf, nämlich solange noch alles dran ist, weil ja, jetzt kann man besten Kraft aufwenden und schon ist die Sache lose. Nun, jetzt kommt noch ein Punkt, der mir wichtig wäre. Damit das Motorrad nicht direkt aussieht wie Sau, bekommt es auch eine Decke drüber, beziehungsweise einen Schutz, der verhindern soll, dass hier Kupplungsflüssigkeit oder beziehungsweise Bremsflüssigkeit an irgendwelche Teile hinkommt und die dann dementsprechend versaut. Weil Bremsflüssigkeit schädigt nämlich beschichtete und lackierte Teile, von dem her packen wir da was rum, dann wenn die haben, machen wir die zwei Schrauben auf. Nochmal aufdrehen, die können wir eigentlich auch komplett rausnehmen. So. Weg damit. Nun nehmen wir die ganze Kupplung ab. Hier unten aufpassen mit den Kabeln. Und schrauben das hier von Hand raus. Weil wir nicht alles aus der Kupplungsleitung rausholen möchten, bitte einfach darauf sicher gehen, dass diese hier am Fahrzeug nach oben schaut und dass nichts runterläuft. Und hier packen wir einfach den Stopfen rein, den wir bei unserer Clake rausziehen. Die Sache verschlossen. Also, nächster Schritt. Ich schiebe mir diese Armaturen einfach schön an den Lenker, so weit wie es geht. Klemmschrauben hier hinten lösen. Dann schnappen wir uns die Clake und prüfen nochmal, wie es aussieht, ob wir auch wirklich die richtige Kupplung zu der richtigen Flüssigkeit im Fahrzeug haben. Dazu ist einmal mit einem Marker oben drauf markiert, was drin ist. Das ist aber wasserlöslich, das heißt, es geht irgendwann weg. Zur wirklichen Sicherheit nehmen wir hier den Deckel ab vom Ausgleichsbehälter. Und hier innen auf der Membran ist nochmal abgebildet, welcher Flüssigkeitstyp und welchen Flüssigkeitstyp. Wenn das passt, nehmen wir den 5er Imbus und lösen hinten die Klemmung, damit wir das gute Stück an den Lenker montieren können. Ich habe gerade noch den Blinkerschalter abgebaut. Dieser hat gestört, am Fahrzeug sind eh keine Blinker dran. Deswegen habe ich den abgebaut, um hier das Spaltmaß zwischen Map Select Switch und dieser Schaltunit zu verringern. Dann konnte ich das ganz hinten schieben. Und so möchte ich auch nachher die Clake haben, dass ich da wirklich nur mit einem Finger hinkomme. Jetzt befüllen wir den hydraulischen Zylinder
hier innen. Dazu bringen wir die Clake in eine gerade Position. So, wir haben jetzt die Clake positioniert mit dem Ausgleichsbehälter gerade. Was wir jetzt sicherstellen müssen, ist, dass diese Schraube frei ist und Spiel hat. Die darf nicht angezogen sein, schraubt die auch nicht ganz raus, einfach so weit aufdrehen, bis die hier ganz leicht Spiel hat. Wenn das nicht der Fall ist, wird es verdammt schwer, das System zu entlüften. Bei der Schraube kann man eigentlich nicht viel falsch machen, weil wenn man sie ganz anspannt, sitzt sie unten auf Block, also einfach am Gehäuse, dann geht es nicht mehr weiter. Und die andere Möglichkeit wäre, wenn man es einfach zu weit rausschraubt und diese Schraube dann im Endeffekt rausfällt. Das kann bei manchen passieren, wenn die es zu weit rausschrauben beim Entlüften, wenn man die Feder hier spannungsfrei machen muss. Wenn das passiert, im Endeffekt eigentlich einfach nur die Clake falsch rumheben und dann hier gucken, dass man mit dem Gewinde diesen Block wieder erwischt. Das ist ein bisschen Gefriemel, aber nichts, was unmöglich ist. Da einfach gucken, ein bisschen spielen, wenn ich es denn hinbekomme. Wunderbar, und da sind wir wieder drin. Wenn die Spiel hat, gehen wir wie folgt vor. Dieser Finger verschließt diese Öffnung, wo die Schraube, also wo die Leitung ankommt, immer dann, wenn man den Hebel nach hinten gleiten lässt. Das heißt, wir verschließen den, lassen dann den Hebel los. Und wenn wir den langsam kommen lassen und hier das auch einen Moment halten, hat die Flüssigkeit genug Zeit, eingezogen zu werden. Diesen Schritt wiederholen wir so oft, bis man einen Widerstand spürt am Finger, wenn man den Hebel zieht. Wenn dann genug Flüssigkeit drin ist, kann man wirklich spüren, dass die Flüssigkeit rausdrückt auf den Finger. Wenn wir an diesem Punkt sind, können wir den Finger abnehmen, dann wird was raustropfen. Nehmen wir direkt was und tupfen auf, was hier übergelaufen ist. Wenn wir so weit sind, nehmen wir die Leitung, setzen sie an. Schrauben Sie von Hand in die Clake. Darauf achten, dass alles sauber liegt, dass man hier die Gewinde nicht krumm einzieht. Kleiner Nachtrag. Ich hatte die angebaut und habe dann gesehen, bei vollem Lenkeinschlag, dass die Leitung zu kurz war. Bei der X-Trainer war hier ein kleines Adapterstück mit bei. Das habe ich dann einfach von der Originalen genommen und hier auch mit eingebaut. Das ist einfach eine Verlängerung, damit die Leitung ja, 1 Zentimeter länger ist. Das nicht vergessen, also immer kontrollieren, wenn alles zusammen ist, mal den Lenker frei durchdrehen und schauen, wie viel Spannung bekomme ich auf die Leitung. Das Problem ist jetzt gelöst dadurch. Jetzt haben wir hier die Sachen gut angezogen, damit sie dicht sind. Jetzt geht es zum eigentlichen Entlüften der, ja, der Clake. Dazu lösen wir hier die Schraube an der Clake selber und stellen die vorne ein kleines bisschen hoch, also einfach vom Winkel her ein bisschen hoch, damit die Luft leichter rauskommt, weil hier vorne am Eck sitzen die Bohrungen, also wo die Clake frische Flüssigkeit zieht, und dass wir einfach so hoch sind, damit ja, da die Luft sauber rausgehen kann. Jetzt fülle ich hier noch ein bisschen was rein. Also, Flüssigkeit ist aufgefüllt. Jetzt legen wir den Finger an die Kupplung selber. Ziehen die, bis wir Druck haben, dann lassen wir die wieder los und dann sieht man schon, also ich sehe es, wie die Kupplung Flüssigkeit nach innen einzieht. Und man sieht auch, wie Blasen aufsteigen dabei. Und das wiederholen wir wirklich so lang, bis wirklich gar keine Blasen mehr drin rauskommen. Das würde man hier vorne im Eck sehen. Es ist aber wahrscheinlich zu dunkel. Das machen wir wirklich so lang, bis jegliche Luft draußen ist. Es ist sehr wichtig für die Kupplung, dass da wirklich jegliche Luft draußen ist. Am sinnvollsten ist es, die Clake dann noch einmal von unten zu entlüften. Das heißt, wir gehen hier an den Entlüftungsnippel und drücken nochmal Flüssigkeit von unten rein, dass wir wirklich sicher gehen können, dass wir keinerlei Luft im System haben. Dazu nehmen wir diesen Schutz ab, legen den beiseite. Dann nehmen wir unseren Achter, öffnen den Port.
bis Flüssigkeit kommt, verschließen den wieder. So, nachdem wir wieder unsere Spritze und unseren Schlauch dran haben, öffnen wir das System. Dann tun wir von unten langsam die Flüssigkeit reindrücken. Nachdem wir jetzt von unten gut entlüftet haben und es kam oben wirklich blasenfrei raus, kann man noch was machen. Man kann den Lenker von rechts nach links bewegen und einfach immer hier spielen und dann wird man sehen, es werden immer winzige Blasen rauskommen. Diese müssen wirklich komplett draußen sein, sonst habt ihr hier den Hebelweg, der einfach nicht direkt ganz vorne anfängt, sondern einfach da drauf gucken. Wenn das dann der Fall ist, machen wir hinten auf, stellen die gerade und setzen unseren Deckel wieder drauf. Um den Deckel und die Membran zu montieren, reinigen wir als erstes die Dichtfläche. Dabei passen wir auch direkt den Flüssigkeitsstand an. Dieser sollte nicht zu hoch sein, weil im Endeffekt funktioniert eure Kupplung genau anders als eine Bremse. Wenn eine Bremse verschleißt, erhöht sich das Volumen an Flüssigkeit im System. Bei einer Kupplung ist genau andersrum. Wenn die verschleißt, verringert sich das Volumen der Flüssigkeit im System und es wird zurückgedrückt hier oben in den Ausgleichsbehälter. Wenn dieser zu voll ist, habt ihr einen Gegendruck und die Kupplung kann nicht mehr sauber schließen. Das heißt, hier oben nicht zu viel drin haben, bitte. Das wäre wichtig. Dann legen wir ein Papier drumherum, um überschüssige Flüssigkeit, die austritt, aufzufangen. Und dann ziehen wir hier die zwei Schrauben fest. Vorsicht, die sind Edelstahl, das heißt, die sind weich. Zieht die fest, aber bitte nicht zu fest, weil nach fest kommt ab. Das wollen wir nicht haben. Ja, einfach fest, damit es dicht ist, aber einfach nicht zu fest. Wunderbar. Alles Überschüssige abputzen. Und gut ist. Nun reinigen wir hinten noch hier einmal kurz und schieben dann die Gummihülse wieder drauf. So. Und nun widmen wir uns dem Force Balancer. Dieses Einstellrad. Wenn wir das in Uhrzeigersinn drehen, wird die Kupplung leichter, weil wenn man es in Uhrzeigersinn dreht, spannt man die Feder mehr vor. Es geht am einfachsten, wenn man die Kupplung zieht bis zum Lenker und dann hier einfach dreht. Dieses Gewinde ist relativ fein. Das heißt, es kann bis zu 50 Umdrehungen dauern, bis man wirklich die gewünschte Einstellung hat. Macht doch keinen Kopf, ihr könnt es nicht überdrehen. Wenn ihr ganz durchgedreht habt, kommt ihr einfach irgendwann mal ans Gehäuse. Also, es macht nichts. Einfach immer schön Kupplung ziehen, weiter drehen, weiter drehen, weiter drehen. Bis man das gewünschte Gewicht von der Kupplung hat. Wenn das dann passt, kann man so lassen und man kann das ganze Stück einstellen. So, nun stellen wir die Kläge ein. Dazu lösen wir hinten die Klemmung und drehen die uns so hin, damit die gleich wie die andere im gleichen Winkel steht, wir da sauber hinkommen. Wichtig beim Anziehen hierbei, wir ziehen die untere Schraube voll an und dann die obere nur handfest. Die obere, da kann man auch ein bisschen Loctite dran tun, leichtes Loctite, damit die sich nicht löst, aber die bitte nicht anknallen, sondern nur leicht anziehen, weil wenn man mal drauf fällt, verschiebt sich die Armatur und es passiert weniger der Armatur, weil sie sich einfach verdrehen kann. Bei der Kläge ist es natürlich auch wichtig, wie bei jedem anderen Hebel, bei jeder anderen Kupplung oder Bremse, wenn man Handguards dran hat, muss man wirklich sicherstellen, dass der Hebel komplett in die Nullposition gehen kann. Wenn der Hebel nicht in die Nullposition kommt, weil irgendwas ansteht, hat man ein Problem, weil dann kann der Zylinder keine frische Flüssigkeit ziehen. Darauf aufpassen, wenn man geschlossene Handguards dran hat, einfach schauen, damit der Hebel nirgends ansteht. Zum Einstellen des Hebels. Die Clake, die bricht euch nicht ab am Hebel, weil der Hebel selber kann sich biegen. Der hat hier ein elastisches Stück drin. Zum Lenker her wird einfach nur die Kupplung betätigt und wenn man mal dagegen fällt, geht der Hebel einfach nur auf und löst sich. Deswegen empfehle ich jedem,
mit der Clique einfach einen 5er Imbus mitzunehmen, damit man diese Schraube wieder anziehen kann. Das Gute ist auch, man kann auch die anderen Schrauben anziehen und an den geschlossenen KTM Handguards, die ich hier auch hinbauen werde, sind auch 5er Imbus. Das heißt, wenn die sich mal wieder lösen, was sie immer tun, kann man die wieder anziehen. Zur Einstellung, ich gehe immer ein kleines Stück hinter das Gelenk und schaue, dass da der Hebel ist. Ohne Handschuhe. Wenn ich mir den so einstelle, ist er dann von der Entfernung perfekt, wenn ich nachher Handschuhe anhabe, dann sitzt er ungefähr so und ich kann den sauber ziehen. Deswegen einfach ein bisschen kürzer ohne Handschuhe, weil nachher der Handschuh baut auch auf und dann ist man ein bisschen weiter hinten. Und so kann ich mir die lassen. Das Einzige, was wir jetzt noch tun, wir nehmen einen Gartenschlauch, spritzen die ab, um überschüssige Bremsflüssigkeit wegzubekommen, weil die greift nämlich beschichtete und lackierte Teile an. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist hier die Schutzkappe für unsere Entlüftungsschraube. Die Entlüftungsschraube reinigen wir einfach. Und was ich noch gern mache, ist ein bisschen Papier nehmen, das zusammenzurollen und oben reinzustecken, um wirklich jegliche Bremsflüssigkeit dort rauszuholen, dass wir einfach ein sauberes Teil haben. Auf was man achten sollte, dass man diesen Schutz auf jeden Fall nicht vergisst, denn wenn Schmutz und Wasser reinkommt, wenn dann wirklich alles sauber ist, diese Dichtkappe wieder montieren, unten den schwarzen Gummiring drauf, damit er passt, und dann einfach die Kappe oben wieder drauf, schauen, dass die nicht schmutzig ist. Gehen wir auch nochmal durch mit dem Papier. Drauf damit, am besten so wegdrehen, damit man nirgendwo hängen bleibt. Und wunderbar fertig ist die Sache. Nun können wir es abspülen mit Wasser und dann ist das Motorrad bereit.